Wir zeichnen auf Twitch, auf für YouTube. Grüße an die Damen und Herren dort. Und haben mittlerweile, können wir auch noch mal ein Banditenlager zerschlagen mit den Söldnern hier gleich. Die ziehen rüber zu dem Camp hin. Da sollten mittlerweile, jetzt gibt es wieder eine Gedenk- und Speicherpause, da sollten keine Leute mehr stehen. Die haben in die Flucht gejagt. Genau. Wo sind die lahmarschig hier? Schicken wir einmal hier rüber. Und immer dann, wenn man Leute umbringt, bekommt man dafür Einfluss. Also das Spiel ist der Meinung, wenn man ein Mörder ist und ein Totschläger, dann hätte man dadurch einen respektablen Ruf sich erarbeitet. Da ist man so eine Art der Schulhofschläger hier in der Gegend und dann hat man mehr Einfluss. Und wenn man ein Banditenlager wiederum zerstört, dann bekommt man Gold. Man hat die Wahl, ob man das Gold einnimmt für seine private Schatzkammer oder ob das als Regionsvermögen rübergeschoben wird in, ich glaube, in das Stadtdorf hier. Warum ich nicht mit der Early Access Version spiele, sondern mit der älteren? Ein simpler Grund, weil ich Full Lease schon gespielt habe und ich hätte das Safe Game sonst nicht fortsetzen können. Jetzt nehmen wir das einmal ein. Und ich persönlich finde es in der Regel klüger, auf persönliches Einkommen zu gehen. Aber es ist situativ. Wir haben jetzt die Wahl, wir packen es in die persönliche Schatzkammer einmal rein. Es ist auch jetzt derzeit nicht so viel. Und jetzt können wir die Söldner entlassen. Wir machen es noch nicht, wir haben die noch 8 Tage lang. Und ich lasse die mal für den unwahrscheinlichen Fall. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass nochmal ein Banditenlager entsteht, weil die entstehen nach meinem Eindruck eigentlich nur in Gebieten, die nicht farbig sind. Also in unseren Gebieten und in denen unserer Konkurrenz sollten eigentlich keine mehr spawnen. Es hin und wieder spawnen noch, gibt es nochmal einen Überfall, dass Leute von außerhalb der Karte kommen. Aber den Überfall hatten wir vor wenigen Monaten das letzte Mal gehabt und da sollte jetzt auch keiner mehr kommen. Bitte erinnert mich mit dran im Chat, notfalls, weil ich am Schwafeln bin, schreibt es in den Chat rein. Wenn wir nur noch 2 Tage oder 3 die Söldner haben, bitte in den Chat reinschreiben und farbig markieren, Bullenkammerpunkte ausgeben, WB entlasst die Söldner, damit ich das nicht übersehe hier bitte. Wir gehen nochmal zurück zu unserem Startdorf, zu unserem Dorf, in dem wir eben waren. Nach Waldeck. Ja, hier bauen wir auch mit unseren Leuten. Hier bauen wir weiter aus. Die Hofstätten sind schon sehr, sehr weit. Schaut mal. Das letzte Dorf entsteht und wir haben so schnell gebaut. Wir hatten halt ein großes, großes Siedlungslager gebaut in der Deluxe-Variante für 3-mal so viel Geld, als man brauchen würde, dass wir 3-mal so viel Startvorräte hatten. Deshalb konnten wir in irrem Tempo die Häuser hier bauen und deshalb erinnern die Leute sich gleich noch nicht mal mehr daran, dass sie jemals obdachlos waren. Das hilft uns extrem beim weiteren Bau. Was wir jetzt machen, dass wir noch ein 6. Haus bauen, sodass es auch Expansion gibt hier. Ab 50% Zustimmung gibt es Expansion. Ab 50% Zufriedenheit. Zufrieden zeigt sich auch Psy Rembel. Danke fürs 4. Abo. Danke für den netten Satz. Liebe Grüße an dich hier. Ja? Jetzt bauen wir das 6. Dorf und sobald wir 50% haben plus das 6. Pardon, nicht das 6. Dorf, das 6. Wohnhaus haben, gibt es Zuwanderung. Und zwar eine Familie pro Monat. Liegt die Zustimmung bei 75% und aufwärts ziehen 2 Familien pro Monat hierhin. Unter der Voraussetzung, dass auch noch so viel überschüssiger Wohnraum da ist. Das Obdachlosencamp verschwindet gleich. Hier setze ich noch ein weiteres Gebäude, mal ein weiteres Wohnhaus rein. Eine Straße dazwischen, damit wir alle Optionen haben. Wir haben so viel Startvorräte gehabt, dass wir noch gar nicht in Nahrungsmittel investieren. Nochmal die Baureihenfolge, die ich empfehle. Erster Schritt Lagergebäude, beide. Vorratsspeicher und Lagerhaus, um die Sachen zu retten, die sonst kaputt gehen. Zweiter Bauschritt empfehle ich den Marktplatz ausweisen, kostet keine Ressourcen, damit dort Marktstände gebaut werden können. Dritte Sache, die ich normalerweise empfehle, der Bau eines Holzfällercamps, um Holz zu generieren. Vierte Sache, die 4 Wohngebäude bauen, damit die Leute Obdachlosigkeit weg ist.
fünfter Schritt, den ich normalerweise empfehle, Bau eines Brunnens, damit die Leute an Wasser kommen. Oder, ja, genau, sechster Bauschritt, den ich empfehle, entweder ein Bärenlager bauen, entweder eine Wildbeuterhütte bauen oder ein Jagdlager. Also eine der beiden Gebäude, mit denen man Vieh, Fleisch bekommen kann oder Bären. Nächster Bauschritt, den ich empfehle, wäre dann der Brunnen oder umgekehrt. Also ihr könnt gucken, wie viele Vorräte ihr habt. Wenn ihr gut gebaut habt, könnt ihr auch den Brunnen danach machen. Und nächster Bauschritt, den ich empfehle, ist dann das sechste Gebäude bauen, mit dem man dann potenziell die Zuwanderung hat, wenn die Zufriedenheit hoch genug ist. Und Brennholzlager im letzten Bauschritt, wenn man normalerweise startet man bei Partieschacht im April, da braucht man noch kein Brennholzlager, aber dann. Also ein Brennholzlager oder Brennholzproduktionsgebäude, wie immer das heißt. Das wäre mein Tipp. In der Reihenfolge. Jetzt bauen wir hier noch ein weiteres Gebäude hin. Wir müssen leider ein paar Häuschen verschwinden hier. Waldeck, Siedlungsstufe erhöht, weil wir 5 Hofstätten gebaut haben und wir haben einen Forschungspunkt hier. Einen Entwicklungspunkt. Jetzt gucken wir mal, wofür wir den ausgeben, aber erst nachdem ich mich bei Minimalist bedankt habe für das allererste Abo und den Chat höflich darum bitte, Minimalist einen Willkommensblumenstrauß oder einen zweiten oder einen dritten zu überreichen. Neu bei uns, Minimalist. Hi. Wie du Steuern einstellen kannst, real self-made, bei dir im Herrenhaus. Bevor wir hier weiterbauen, gehe ich mal, das ist ein gutes Stichwort, mal kurz gucken. In unserem Start, in unserer Startsiedlung in Goldhof, weil da muss ich ohnehin hin, da kann ich deine Frage auch zugleich beantworten. Wir wollten das Herrenhaus ausbauen, wenn wir genug, immer noch kein Bauholz sind, immer noch keine Bretter. Das kann eigentlich nur daran liegen, dass hier die Bauzone, dass man nichts. Das kann eigentlich nur am Arbeitsbereich liegen, dass die irgendwie so zugewiesen ist, wo im Augenblick kein Holz ist. Eine andere Erklärung fällt mir gerade nicht ein. Also, das darf eigentlich nicht sein. Wir haben 2 Familien drin, wir haben haufenweise Ochsen, wir haben nichts, was sonst im Bau wäre. Warum wird kein Bauholz produziert? Das könnte nur sein, wenn in der Sägegrube die Baureserve nicht funktioniert, die wir eingestellt haben. Die ist aber auf 10 eingestellt. Bretter sind auch keine da, das hat auch nicht geklappt. Dann könnte es nur daran liegen, dass das Vieh irgendwas macht, wofür es nicht weg. Wie viele Ochsen haben wir hier? 8 Ochsen? 3 Ochsen? Und die Ochsen machen im Augenblick nichts anderes. Die sind auch nicht beim Pflügen eingesetzt. Wo sind die Ochsen denn? Lassen Sie uns mal mit Tab einzeigen. Die stehen hier im Stall rum. Und im Stall sind auch 2 Familien. Die warten hier, tun nichts. 2 Familien sind da. Am Transport kann es auch nicht liegen. Das kann ich ausschließen. Das ist mir ein völliges Rätsel gerade. Wir haben auch genug Träger. Daran liegt es auch nicht. Wir haben 6 Familien, die nichts zu tun haben. Schlafen gerade alle. Es können noch Reste. Es kann noch sein, wir hatten ja eben mit den Milizen gekämpft. Haben wir die Milizen vergessen zu stoppen? Nee, die Milizen sind. Die sind aufgelöst. Die sind nicht aktiviert. Nee, das ist Gefolge. Die Milizen sind auch nicht aktiv. Ich kann mir gerade keinen Reim drauf machen. Fällt euch ein Grund, seht ihr, woran das liegen könnte? Die Söldner entlasten, mache ich jetzt mal, ja. Ich gucke ein letztes Mal vorher, ob wir noch irgendwo ein Banditencamp haben, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann. Haben wir auch tatsächlich im Augenblick keines, die wollen wir einmal entlassen.
Auf mittlerem Schwierigkeitsgrad. Ob Bauholz kann man nicht handeln, Herr Zuckerbein. Daran kann das nicht liegen. Weil Bauholz kann ja nicht mit normal transportiert werden. Wir könnten gucken, ob wir Bretter handeln, aber das hatten wir mal gemacht, aber nie und nimmer im Augenblick. Machen wir auch nicht. Ist deaktiviert, auch nicht. Was immer noch sein könnte, ich weiß. Also bei Bauholz, daran wird es nicht liegen, aber es kann sein, dass der Schildmacher Tischlerei ist deaktiviert. Da schauen wir uns mal alle Stufe 2 Gebäude an, ob irgendwo in dem Stufe 2 Gebäude Fallmacher ist deaktiviert, Tischlerei ist deaktiviert. Wenn da eine 2 steht, dann könnte doch ein Handwerksbetrieb drin sein. Hier ist gar kein Handwerk drin. Die ist doch deaktiviert. Bau pausiert, ne? Gelb heißt, ist pausiert. Naja. Das sind alle Stufe 1 Gebäude. Hier ist noch ein Stufe 2 Gebäude, eine Tischlerei. Die pausieren wir mal. Die macht die Bretter kaputt. Daran kann es noch liegen. Doof, ne? Richtig, richtig doof, dass man das nicht komfortabel sich anzeigen lassen kann. Es gibt kein Symbol bei den Hofstätten, die einem irgendwie anzeigen, was da produziert wird. Man muss echt jedes einzelne durchklicken. Wenn man eine große Karte hat, super lästig. Hier wird nichts produziert. Es wird einem noch nicht mal angezeigt, ob da ein Betrieb ist oder nicht. Das ist der Pfeilmacher, der ist deaktiviert. Tischlerei ist deaktiviert. Brauerei, die darf laufen. Hier ist noch ein Stufe 2 Gebäude. Moment. Nee, hier war keines. Hier links sollten noch welche sein. Da sind auch keine. Das sind alle Stufe 1 Gebäude. 1, 1, 1, 1, 1. Das sind alle, ne? Wir hatten hier vorne gar keine Stufe 1 Gebäude. 2 Bauholz. Jetzt ist das Bauholz da. Vielleicht waren wir einfach ungeduldig. Also ich meine, meine Vermutung ist einfach die, das ist eine Spätfolge des Krieges, weil wir hatten mit den Milizionären gearbeitet, wir hatten eine riesige Schlacht durchgeführt, die liegt zwar 2 Monate mittlerweile zurück, aber das zerschlägt alle Abläufe im Spiel. Wenn man 4 Milizen hatten wir, da ist die ganze Wirtschaft durcheinander gekommen und bis die Leute wieder in den Arbeits- und Transportprozessen drin sind. Ich vermute, es liegt daran. Dann kommen die vielleicht nach Hause und stellen fest, da ist irgendeine Ware in der Zwischenzeit lagert da drin, die wir hinbringen müssen. Dann haben wir nicht genügend Leute gehabt die ganze Zeit in den Lagerhäusern und in dem Speicher für die Nahrungsmittel, die Transporte durchgeführt haben. Dadurch liegen vielleicht überall die Waren rum. Ich vermute, es liegt an dem Krieg, den wir hatten, genau. Ob man Produkte tauschen kann, ob man die Bretter in eine andere Region schicken, fragt Herr Zuckerbein. Sehr gute Frage. Ich glaube nein, aber ich überprüfe es gerne einmal. Im Handelspost, pardon, in der Packstation haben wir im Augenblick Stein gegen Brennholz. Den Stein schicken wir nach Malsmeid. Wie viel Stein haben wir im Augenblick hier? Das ist 552. Wir gucken, also daran liegt es nicht. Das ist auch die einzige Packstation. Wir gucken mal in Malsmeid, wie viel Steine da mittlerweile sind. Mit T, wie Town, kann man wechseln. Wir haben hier an Steinen mittlerweile 45. Das heißt, wir können hier die Kirche ausbauen. Ne? Die können wir ausbauen. Bevor wir das machen, dringender Tipp für euch. Es gibt einen Bug im Spiel, dass hin und wieder die Familie, die in der Kirche arbeitet, die arbeitet doch nicht als Priester, sondern die arbeitet doch als Totengräber. Ja, weil hinter der Kirche oder in der Kirche ist ein Gottesacker eingebaut. Und aus Gründen, frag mich nicht warum, aber mit einer unwahrscheinlich hohen Wahrscheinlichkeit sind die Familien, die in der Holzkirche arbeiten, Kleptomanen. Ernsthaft. Und wenn man dort die Holzkirche, in dem Moment, wo man sagt, Holzkirche bitte umbauen zu einer Steinkirche, wird Stein hingebracht und die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass der ständig wieder verschwindet, weil die Totengräberfamilie die wegzieht. Und das Verrückte ist, nachdem man den Ausbau einmal angeklickt und aktiviert hat, kann man danach die diebische Totengräberfamilie nicht mehr entlassen. Zumindest nicht hierüber.
Man muss also, und man, es gibt auch keinen Statistikbildschirm im Spiel, der irgendwie einem alle Familien anzeigen würde, sodass man dort sehen kann, wo ist die Totengräberfamilie. Und wenn man nicht weiß, in welchem Wohnhaus die lebt, dann könnt ihr danach jeder einzelne Hofstätte der Reihe nach anklicken, dann einen zweiten Klick machen und wechseln auf den Personenreiter und dann gucken, ist das die Totengräberfamilie. Und während man das, um die dann einem anderen Arbeitsplatz zuzuweisen. Das führt dazu, dass man Magengeschwüre entwickelt. Und dann habt ihr eventuell noch keinen Bader in eurem Dorf, der eure Magengeschwüre heilt. Langer Rede, kurzer Sinn, bevor ihr die Holzkirche ausbaut, einmal den hier entlassen. Ja, also die einmal wegmachen. Dass ja keiner hinkommen kann, einmal weiterlaufen lassen und jetzt klicken auf, nicht auf Abreißen, sondern auf Ausbauen. Einige Bugs wurden im Vergleich zu meiner Version behoben. Ja, kann gut sein, Xelina, aber ich hatte auch, ja, hast völlig recht, aber nachdem der Early Access Launch war, hatte ich immer noch Leute, die in den Chat reinkamen. Gestern und vorgestern und genau das Problem immer noch hatten. Wo man Kräuter herbekommt, damit die Bürger nicht krank werden, fragt Commodore. Die bekommst du beim Bärensammler. Auch eine Frage, die mir oft gestellt wird. Da muss man erstmal drauf kommen. Der Bärensammler ist hier hinten. Und den musst du anklicken. Und da gibt es hier Erweitern mit 25 Regionalvermögen. Das ist es hier oben. Und mit zwei Brettern und dann sammelt er außerdem noch Kräuter. Ja. Wiedergemist, Louis. Liebe Grüße an Martin. Hi. The Meisteranker. Ich bekomme irgendwie nicht genug Nahrung zusammen für 40 Familien. Das Problem ist, kannst du am einfachsten dadurch beheben, dass du dir über den Handel Geld holst. Entschuldigung, ich wechsle einmal ganz kurz zu dem Dorf, bei dem wir eben waren. Ja, also die einfachste Möglichkeit, das zu beheben, oder es gibt also ein paar einfache Möglichkeiten. Falls du in der Region größere Vorkommen hast an Wild- oder an Bärensammlern, also nicht die normalen, sondern die üppigen, dann könntest du zum Beispiel über den einen Entwicklungspunkt da investieren. Das Problem hier dabei ist, lohnt sich aber, wenn du bei den Bären den Entwicklungspunkt investierst, dann hast du ein klares Feedback. Die Bärenbüsche sind dann doppelt so viel. Hast du üppige Bärenbüsche, also solche, die vier, ich weiß nicht, also diejenigen, die den höheren Bärenertrag haben, dann ist das natürlich umso lohnender, weil dann die 100% mehr entsprechend mehr sind. Problem ist bei den Tieren, bei den Fallen. Da steht zwar, du bekommst ein zusätzliches passives permanentes Fleischeinkommen, aber das Spiel gibt dir an dieser Stelle, wie bei vielen anderen, auch kein Datenfeedback, wie viel das ist. Was bedeutet das? Sind das 10% mehr? Sind das 2 Fleisch mehr pro Monat? Was ist das? Keine Ahnung. Weiß niemand. Das ist im Augenblick noch, ich finde das persönlich im Augenblick noch nervig, dass so vieles hier nicht klar ausgewiesen ist. Eine andere Möglichkeit, wie du auf mehr kommen kannst, dass du möglichst schnell in den Handel reingehst und dass du erstmal den Handel mit Brettern beginnst. Das ist relativ schnell, billig möglich. Das heißt, du schwimmst ja in Wald hier. Du hast ja Wald ohne Ende. Du machst ein Holzfällercamp, produzierst viel Bauholz. Machst eine Sägegrube. In der Sägegrube produzierst du Bretter. Nächster Schritt, dass du deinen Anbindebalken ausbaust zu einem Stall. Das kostet dich Bretter. Danach weißt du eine zweite Familie zu. Dann kaufst du dir einen zweiten Ochsen dafür. Dann wird viel Holz, immer Bauholz, immer viel hin und her transportiert. Das geht ja nur mit Ochsen. Nächster Schritt dann, dass du einen Handelsposten baust. Nächster Schritt dann, dass du im Handelsposten einmal Geld ausgibst, Regionalvermögen ausgibst. Deshalb solltest du das nicht zu früh ausgeben. Du brauchst 20 Gold für den zweiten Ochsen und du startest in der Regel mit 50 regionalen Vermögen. Also 20 Gold zurückbehalten, ein Regionalvermögen für den Ochsen und dann ein bisschen Geld haben, ich weiß gar nicht wie viel, 7 sind das glaube ich oder 9 oder so, damit du die Handelsroute freischaltest, dass du
Bretter exportieren kannst. Und wenn die dann, wenn du das dann gemacht hast, dann bei dem Ausklappmenü mit den Befehlen für die Handelsroute einstellen, Export, und dann darüber dann die Bretter exportieren. So bekommst du einen kleinen, aber stetigen Zustrom an Brettern, an Bretterexport und dadurch auch an Bretterverkauf. Und das Geld kannst du dann investieren. Das ist, finde ich persönlich, die beste Möglichkeit, um zu Beginn an Nahrung ranzukommen, in Gemüsefelder. Das heißt, ein paar der Wohnhäuser so bauen, dass die ein riesiges Grundstück hinten haben und dort für 15 Gold pro Hofstätte einmal hier reinklicken und einmal auf Gemüsegarten gehen. Kostet nur 15 Regionalvermögen. Unbedingt das nur machen in einem Bauhaus mit einem sehr großen Feld, sonst lohnt sich das nicht. Und Achtung, du bekommst nicht sofort das Gemüse. Das dauert eine Weile. Also es kann locker ein Jahr dauern oder ich weiß gar nicht wie lange, bis das funktioniert. Ich weiß leider nicht genau, wann das passiert, also wann du das dann reinbekommst, aber ab dann klappt das. Und später, wenn du viel Geld hast, kannst du auch investieren in den Hühnerstall. Auch da, die Eier bekommst du nicht sofort, aber das klappt dann halt. Ja, so funktioniert das hier im Spiel.